Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu LPT Live und willkommen in diesem wunderschönen Studio. Leider kommt heute keiner mehr. Ja. Die Jungs beim Pipi machen ich natürlich nicht. Ich habe keine Sextanerblase mehr, ungefähr schon seit 10 Jahren nicht mehr. Sextanerblase nennt man das doch. Gibt's denn mal, was habt ihr heute für Themen? Ich weiß nicht, überhaupt. Jetzt habe ich, glaube ich, gar kein Thema mehr. Sondern nee, jetzt kommt. Jetzt darf der. Ich bin mal oldschool, guck mal auf mein Papier. David liest jetzt Gewinnspielblock. Gedichte vor. Aber erstmal muss ich mein Mikrofon woanders hinstecken. Und Fabian, nein, darf ich. Ich muss Curfever spielen. Ich spiele so gerne. Ja, aber wir müssen erstmal was verlosen. Ich möchte jetzt meinen Zettel bitte. Ich will den lesen. Was du hast doch da einen Doc irgendwo. Ja. Was ja viele nicht wissen, ich habe ein blaues Portal in meiner Hose. Das orange Portal ist im Atlantik. Und wenn ich da einmal aufmache, im Marianne, dann läuft das so lange, dass das wirklich regelmäßig nicht in 120. Und deswegen hast du gerade im Männerklo besetzt und ich musste aufs Frauenklo. Im Marianne-Gramm. Ich kann jetzt übrigens bestätigen, dass da mit der Klobrille irgendwas nicht stimmt. Da ist was im Argen. Was ist, wenn du das aufmachst, das Portal? Was ist mit den ganzen Blauwalen und so, die dann da durchkommen? Oh ja. Die kommen direkt, ja, ja. Oh ja, die kommen durchs andere Portal. Alle schwanger, was meinst du? Nee, die müssen ja den Upstream dem folgen, ne? So wie Lachse, die ja auch gegen den Strom schwimmen, um Eier zu legen. In den Fabian Siegesmund rein. Oh, kann ich auch ein Bier? Hast du Mate. Was? Clubmate trägt man in Berlin doch und trägt es in YouTube-Beutel mit sich rum. YouTube-Beutel heißt es. In einem YouTube-Beutel. Ich habe ja übrigens noch 2D71-Beutel jetzt. Da wollte ich mir noch so einen Aufnäher drauf machen mit dem Joghurt. So Neger gesagt. Bestimmt. Sympathischer Neger. Ach so. Wunderbar. Wunder. Absolut. So, wird jetzt hier etwas verlost? Wir verlosen jetzt erstmal was aus, aber ich weiß nicht genau, wie wir es verlosen. Macht mal bitte alle eure Mikros nochmal an. Ah! Meins ist an! Jetzt hat man nur mich gehört. Oh! Wir haben die lustige. Als ich dir da. Nee, Brust. Ja, stimmt. Die lustige Yves und Frodo Show. Mit Yves und Frodo. Ja, die lustige Yves und Frodo Show. Das ist die lustige Yves und Frodo Show. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich übrigens freue mich auch. Siehst du, gibt's da nicht mehr. Mittlerweile kennen wir die alle. Was da los? David kennt die nicht mehr nicht. Vorbereitet. Wir hängen die noch nicht aus den Ohren raus. Was denn? Die Einspieler. Also mal, wo hängt denn eigentlich dein Mikro, Alter? Ja, also, es hängt so. Ja, in dem Alter brauchst du eine kleine blaue Pille. Was ist denn deine Nippel eigentlich? Du musst mir in die Brüste sprechen. Ach so. Der Brüsteflüsterer. Was ist denn jetzt? Ich kann jetzt hier steht, und das in kann der Sendung wären Fabian und Frodo aus allen Einsendungen 3 Gewinner aus. Ja. Bina sagt, es gibt diesmal sehr viele schöne Einsendungen. Danke, Bina, übrigens. Aufgabe war, Fotos des kreativsten Verstecks einsenden. Ja. Ja, und wie machen wir das jetzt? Ich möchte, dass wir die Toasts nochmal zeigen. Ach, guck mal, da ist ein Foto. Ach du Scheiße, nee, das nehmen wir nicht. Wow, das ist ja total gut. Auf der Decke vom Klo. Hi. Was lustig ist, weil bei Metal Gear Solid ja sehr viel auch mit Darmproblemen tatsächlich gespielt wird. Im Ernst? Es gibt einen Charakter, der heißt Johnny. Der hat sehr oft einfach Dünnfall. Und selbst sein wahrscheinlicher Vater in Metal Gear Solid 3, was er davor spielt, da wird halt ein Typ, der auch Magenprobleme hat und gezeigt und er erzählt dir von seinem Sohn, der Johnny heißt. Kannst du jetzt mal aufhören, klug zu scheißen? Egal. Apropos Scheiße. Apropos. Sehr gut. Guck mal, die Bina war mit ihrem privaten Profil da, hat die Bilder fotografiert. Ja. Hat aber nicht geliked. So, wir gucken erstmal alle durch. Person, die du vielleicht kennst, ist David Mosler. Oder Christian Blendl. Wo ist da jetzt jemand? Ach, guck mal, das ist Weekend. Ach nee, es ist ein Mikrofon. Christian Blendl von Activision. Jetzt hier. Ja. Das ist, also wenn man irgendwen kennen möchte. Da muss man noch vorschrieben hier vor den Siegesmund. So tolle Rapper-Witze gemacht. Was? Nee, ich habe einen Rap-Insider gemacht, aber ihr seid ja eher keine Rappers. Nee, mag keine Raps. Weil dann mit Hühnchen. Okay. Jetzt haben wir aber gar nichts so hier davor gesagt. Da war ja auch nichts zu sehen, da war noch niemand auf dem Bild. Ach so. Ja, aber den fand ich, muss wo, ganz ehrlich wo ist sagen, denn da? Ich bin großer Fan von dieser Kiste. Die hinter der Stange oder was? Du hast die gleiche Kiste, das ist bestimmt Bina, die da mitgemacht hat. Das ist Abby, die sich hinter der Stange versteckt hat. Sorry, Abby. Ich habe zu laut darüber gedacht. Entschuldigung, Abby. Dieses Format hat keine Zukunft. Nee. Ja, schon lange nicht mehr. Oder gerade eben. 3,5 Stunden Baum bauen. Dieser Severin-Pick, den habe ich auch schon mal gesehen irgendwo. Dieser was? Ach, da unten. Wer ist denn nochmal Severin-Pick? Wer ist denn, aber 10 gemeinsame Freunde mit Bina, das muss ein richtig krasser Typ sein. Ja, 10 gemeinsame Freunde. Können wir nochmal eins zurückgehen, bitte? Aber Christian Blendl hatte 13 gemeinsame Freunde. Ich wollte gerade sagen, ne? Der Blendl muss da mehr. Ja, Blendl 13, genau. Ach, guck mal, Christian Blendl und der davor. Also, wenn ihr was wissen wollt über nächste Call of Duty. Oh, David Mosler. Ja, oder David Mosler. David. Wer ist David Mosler?
David jetzt Mossart. Jetzt können wir uns bitte aufhören, uns über so. Private Facebook... Das hat der Sega gesagt. Das nimmt hast du gerade echt? Nein! So! No Snake Inside. Ich lachte. Und darunter was mit Eichhörnchen? Nee, ist ein Fuchs, oder? Fuchs. Ein richtiger Fuchs. Ein Fuchs. For Fuchs sake. Ja. Mein Dreijähriger hat immer Fuchs gesagt. Das fand ich so gut. Ich wollte ihm... Fuchs. Das finde ich auch ja. Da werde ich Fuchs teufelswild. Ach, guck mal hier, das ist das Game. Und das ach, hast du nämlich auf deinem Rechner. Wieso habe ich ein Bier in der Hand? Das ist ja eine Schweinerei. Das ist doch kein Bier, das ist doch ein Club Mate. Das ist ein grüner Tee. Nee, du Club musst, Mate ist nicht grün. Das ist David. Ah, jetzt geht's. Jetzt hast du ein Bier in der Hand. Jetzt David, stimmt's. Kannst du mal auf deinen Desktop gehen? Warum? Und ich stehe, weil steh ich dieses, dieses Spiel ist da. Ach, ich soll das jetzt spielen? Ja, das ist ich würde das gerne mal machen. Da. Oder wollen wir erstmal Preise verlosen? Nee, das Spiel muss doch auch irgendwas gewinnen. Ja, ja, man kann was gewinnen, das sagen wir dann gleich. Ist das jetzt noch entscheiden oder ist das schon entschieden? Die, die haben schon alle wir spielen das Spiel, es ist auf Davids Rechner übrigens. Jetzt stürzt bestimmt alles ab. Ich muss was installieren. Spiel heißt, es ist auf Davids Rechner? Ja, geiles Spiel, oder? Geil. Das so, wir spielen jetzt es welches, ist auf welches Rechner? Level bist du denn bei es ist auf Davids Rechner? So, Solid Snake, seines Zeichens großer YouTube-Fan, ist im Begriff den Webvideopreis. Jetzt geht's. Aus dem LPT-Studio zu. Dafür muss er heimlich... Ach, da spricht aber jemand. Dieses Spiel ist da. Achso. Ich soll das jetzt spielen. Du musst den Stream bei dir ausmachen, David. Achso. Der Ton. Alter, ey, nur mit Profis. So. Jedes Mal ja, schön. Denken wir das. Also jetzt die Klappe, haltet die Klappe. So, Space. Also Solid Snake muss sich jetzt in dieses Studio hier, in dem wir gerade sitzen, vorschleichen. Kann ich laufen? Da kommt jemand. Oh, zack, ist er in dem Instant unsichtbar. Ah, die Fliege. Das ist ein Bier. Das war eine Biene. Halt die Klappe. Das war keine Biene, sondern eine Fliege. Ach, jetzt hat der tatsächlich den Intro-Gag nachgebaut. Geil. Ja, leck mich am Arsch. Der hat gewonnen. Na, ist noch ein kannst du das gewonnen. Steuern jetzt? Ja. Hat eine extra dafür gemacht, oder was? Ach, ich ach, guck mal, sagt, wie gut. Die sind gefesselt, oder? Ja. Wie geil ist das? Und da ist die PS4. Kannst du in die PS4-Box reinspringen? Oder kannst du die Klamotten wechseln mit Space? Space? Space! 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 Fass es nicht. Space! I'm in Space! Space. Das hat jetzt einer gemacht. Ja. Ja. Extra. Leck und das ist. So, und jetzt ist vorbei. Ist doch völlig falsch dargestellt. Ja. So trinke ich nicht. Du trinkst viel schneller eigentlich. Ja. Ne? Selbst nur einmal. David extra außerdem hätte ich das längst bemerkt, wenn dir eine PlayStation-Kiste durch die Gegend laufen würde. Glaubst du? Wieso? Das ist ja du geil. Du hast doch auch gar nicht gemerkt, dass du heute eigentlich gar nicht Moderator bist. Der hat den Webvideopreis gestohlen. Oh, ey. Was? Warum hat er meinen Webvideopreis gestohlen? Deinen Webvideopreis. Also hab bitte. Das ist ja nee, geil. Ist aber wirklich das Beste. Dann würde ich sagen, wer hat das gewonnen? Leute, wir machen jetzt mal die Bilder. Wir müssen jetzt erstmal Platz 3 rausfinden. Wer hat denn das gewonnen? Noch hat niemand gewonnen. Wir stimmen das jetzt ab. Also der hat gewonnen. Platz 3. Ein Metal Gear T-Shirt. Platz 2, eine Metal Gear Solid 5 im Steelbook, System nach Wahl. Platz 1, wie man schon im Fernseher drin gesehen hat, eine limitierte PlayStation 4 Metal Gear Design. Also wir machen jetzt Platz 3. Eve müsste das mit Nummern, müsste so diese rumrufen. Okay, wen machen wir auf Platz 3? Also der hat doch jetzt... Wir machen erstmal Platz 3, damit es spannender. Ah ja, ist spannend. Also wer hat jetzt Platz 3 und gewinnt Metal Gear Solid T-Shirt? Weiß die anderen nicht mehr, der hat bei mir alles weg. Also ich zum Beispiel, meine Favorites sind das Game, das, weil das sicher lange gedauert hat, und No Snake Inside. Weil das Klo ist auch cool, aber No Snake Inside ist schon mal ein bisschen besser als nur ein Karton. Weil No Snake aber der mit dem Klo, der kann halt wirklich was. Ich finde ja, das mit der Frau, die in der Ecke steht, das hat so was Simples. Das ist einfach so on the point. Weißt aber du? Das No Snake Inside ist auch on the point. Also ich bin auch dafür, ich wäre für... Machen wir erstmal Platz 3. Nicht überzeugt. Platz 3? Wer ist Platz 3? Ich bin für... Also der wäre für mich Platz 2, der No Snake Inside Typ. Das ist dann Platz 3? Also entweder das Buschding oder das Klo. Nein, nicht das Buschding. Nee, nicht das Buschding, okay. So, wenn man den an der Decke, der ja, an der Decke ist gut, die in der Decke ist gut. Ja, natürlich. Das ist das Platz 3. Legen wir einfach fest, dass das Platz 3 ist. Okay, dann ist das Platz 3. Okay, herzlichen Glückwunsch, Platz 3, Florentin Pinkerbalken. Du, Pinkerbalken klingt richtig Pinkerten, gut. Ja. Nee, David Mosler. Nee, David Florian Mosler. Pinkerbalken, ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Metal Gear T-Shirt in Größe gewonnen. So. Und jetzt Platz 2 ist das Mädchen in der Ecke, nein. Oder No Snake Inside. Wir machen Abstimmung per Handzeichen. Okay, Schnick, Schnack, Schnucken drum. Okay. Handzeichen. Was soll denn das? Schnuck, Bombe. Der Bomber hat alles abgeworfen. Krass, das ist das AC-130. Das ist aber eine Kettensäge. Okay, dann nochmal. Nochmal. Schnick, Schnack, Panzer. Panzer zerschießt Papier und Schere. Also ich mach das richtig. Okay, jetzt Handzeichen. Also du spielst für Frau in Ecke, ich spiele für Snake Inside. Okay, Snake Inside. Machen wir jetzt einen Schnick-Schnack-Schnuck nochmal? Also sowas kann man doch nicht Schnick-Schnack-Schnucken. Nee, das muss man doch demokratisch abstimmen. Ja, aber ihr seid beide für Ecke
Und wir sind beide für No Snake Inside. Ach, so ist es. So ist es. Ja. Und David, da müssen wir eigentlich jetzt zwei Krieger festlegen aus beiden Parteien. Nein, ja, und die müssen eigentlich die Oberteile ausziehen. Deshalb würde ich sagen, beide. Eve ist für unser Team drin. Okay, Frodo. Und los. Ja, nee, wir spielen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Wenn sich weigert, habt ihr ja gewonnen. Stimmt, Bina könnte. Bina eine Stunde. Können wir ganz schnell raus? Habe ich die Stunde gesagt? Ach, klar, Bina, ist die da. Bina, bist du für Ecke oder für No Snake Inside? Es geht um den zweiten Platz, einen Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain im Steelbook. Systemnachwahl. Bina, du weißt, was passiert. No Snake Inside. Wieso No Snake Inside? Oh, das war definitiv Bina Stimme. Das war Bina Stimme, ich habe sie auch erkannt. Damit No Snake Inside. Der zweite Platz an das Spiel an das Florian. Aber Moment mal, hat er nicht gerade eben schon gewonnen? Nee, das war Florentin. Ach so. Aber wer ist denn am Platz 1? Ich bin wer so gespannt. Wer könnte Platz 1 sein? Ich weiß es auch nicht. Also, bin ich super geil. PlayStation 4 wollte ich immer schon sagen. Du hast eine limitierte. Nein, natürlich. Hättest du mal mitgemacht, hättest du auch Until Dawn spielen können. Natürlich offensichtlich. Platz 1 geht an. Das ist so einfach hier. Aber nein. Gideon Pinkerbalken. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst eine PlayStation 4. Oh Mann. Applaus. Mit Metal Gear Solid. Nee, doch nicht. Du gewinnst nur die PlayStation 4. Boah, was? Ey, der macht sich so eine Mühe und er gewinnt nicht mal das Spiel. Das ist nur für eine Scheiße. Ey, bist du doof? Der kriegt eine PlayStation. Aber vier Spiel ist der kriegt vier PlayStations. 50 Euro ist ja voll für den Arsch. 4.000 Euro, das sind ja 500 Mark, das sind ja 1.000 Euro. Das ist ja ein krasser. Davon kann er sich 1.000 McDonald's Cheeseburger kaufen. Ich dachte, wir haben einige Sachen, die eigentlich Geld kosten. Achso. Oh, lustig! Hey. Ja, so, herzlichen Glückwunsch, Peter. Du hast gerade PlayStation 4 gewonnen. Handy. Aber wir geiles Ding. Apropos gewinnen, ich gewinne ja auch gern. Cheeseburger. Habe ich jemals schon einen Witz mit Cheeseburger gemacht? Nee, aber weißt du, was du machen könntest? Du könntest sagen, wenn Moneyboy zu McDonald's geht, bestellt er einen Cheeseburger. Weil er immer Sheesh und Burr sagt. Mm. Ist das so? Das ist so. Ich glaube, Frodo braucht seine eigene Show. Ja. Nein. Nein. Die hat ja voll Idee. Wie viele Shows hast du schon? Alle außer auf meinem YouTube-Kanal. Richtig. Tinendo schreibt gerade, ob wir noch 2 Stunden länger machen können. Er hat gerade zum ersten Mal eingeschaltet. Wer schreibt das? Tinendo. Und er schreibt, dass deine Beine geil sind. Danke. Danke. Fabian. Er hat mich angeguckt. Er hat mich angeguckt. Oh mein Gott. Stimmt. Mein Gott, du bist so eine Art. Mach mal bitte Köffi wieder an. Ja? Wie ist Köffi war mit der Community. Ja, dann spiel du. Ja, geil. Eigentlich könnte auch die Eve mal anders spielen. Ja, ich mal, aber ich möchte mich ein bisschen zurückhalten und auf die Bühne lassen. Du kannst einen von diesen Kaugummis da haben. Bist du ein Widerling, ey. Echt was ist mal. Denn? Die Eve ist doch ein menschliches Wesen. Du kannst sie nicht einfach so behandeln, als wäre sie möchtest nur Fleisch. Du auf meinem Platz sitzen, der ist schön warm. Und da kannst stimmt's, du schön Eve? Sitzen. Ja. Du musst ihr, aber dann, wenn du was sagst, musst du es ihr eh. Mach kurz Samba-Rhythmen und dann muss Eve halt auf meinen Platz tanzen. Und los geht's. Mein Kaugummi. Eve, du müsstest jetzt einen Server einrichten. Soll ich das schnell machen? Alles klar. Okay, wir tanzen, wir tauschen einfach, komm. Oh, ich bin warm hier. Ach, richtest du den Server ein? Ja, ja. Also, wir spielen Curve Fever, geht dazu einfach auf kurvefever.com und klickt da auf Play Curve Fever 2. So. So, und ich mache jetzt im Stream live. Wie geht denn das jetzt? Sie hält dich auch, ihr Kunden. Und dann macht ihr einfach Play as Guest. Oh, nein, registrieren und so. Wenn ihr euch registriert, dann müsst ihr euch die Werbung zu RuneScape nicht anschauen. So. Aber es ist eine 6 gute Players, also Werbung. Wir spielen quasi, ne? So. Ja. Free for All, Fool machen wir auch. Der Game Name. Wie heißt unser Server? LPT ist geil. Ich gehe mal auf Toilette. Ja. Ich gehe mal auf Toilette. Mach ich dann. Auf LPT hängen lassen. Also der Game Name ist. Warte. Ja, aber man muss ein Passwort anmachen. Ja, warte. Also ich gehe mal auf Klo. Heißt jetzt der Server. Ich gehe mal auf Klo. Alles klein zusammengeschrieben. Und das Passwort ist. Nein! Du musst es erst mir sagen, denn sonst komme ich nie mehr da rein. Oh, scheiße, ich schreibe es gerade live in das Ding. Ah, das sieht ja keiner. Hat ja keiner gesehen. Da stand schon Klodecke. Was ist denn jetzt hier los? Was? Warum bin ich? Nee, warum bin ich? Was ist jetzt hier aktiv? Okay, ich flüstere das dir ins Ohr. Nee, warte mal, wo ist denn jetzt hier der Server? Was Falsches. Okay, geil. Was? Nein, komm mal her. Wo ist denn hier das Passwort für den Server ist... Komm mal in dein Maul bitte und komm mal kurz her. Weiß ich doch nicht. Wo ist denn jetzt hier... Das muss immer dein Fresse sein. Ja, tschüss. Ah, jetzt Custom. So, da ist... Und jetzt Fine Player, du bist doch Arschnase, Alter. Wo soll ich jetzt hin? Ach, Fine Player, du... So. Herr Siegesmaul stellt sich nämlich auf. Oder auf Europe. Ja, eben. Nee, Fine Player und da musst du gleich... Nein, nix. Jetzt dieses Spiel? Ich bin doch der noch Server ist doch noch gar nicht erstellt. Ich hab doch noch nicht mal ein Passwort eingesettet, Alter. Ach so. Dann sag mir doch mal das Passwort. Ja, ich muss mir erst... Nee, ich sag's Eve und die sagt's dir. Ja, ihr habt doch eh alle Mikros an. Okay. Mit Y. Ich sag ihm erst das Richtige, aber ne? Aber du kannst ja schon anmachen da. Ja. Dann
Verstehe ich. So. Die Abkürzung oder das Richtige? Ruhig. Nee, das Richtige. Oh. Hast du schon an jetzt? Created. Denn ja, und es ist created. Hast du echt das Passwort genommen? Na klar. Ich gehe mal aufs Klo. Da ist er. Das wird er nie. Also das Passwort ist Desoxyribonukleinsäure. Ich sag's nochmal. Desoxy mit Y, Ribo mit I. Mit Ä, U? Nein, mit Ä. Desoxyribonukleinsäure. Oh Gott, das spielt wahrscheinlich keiner mit. Und da ist er drin. Bist du Guest 4244? Oh ja. Wow, yeah, das bin ich. Aber du forderst es jetzt ganz schön raus bei den 5 Zuschauern. Jawohl, Stronger Musela. Stronger Musela. Gut, 6 Plätze haben wir. Ich sag, 2 sind noch da. Stronger Musela. Ah, ja, ja. Easy, schreibt er. Ja, easy. Bio-Leistungskurs. Da läuft die Geschichte. Oh, noch ein Guest. So, einen haben wir noch. Oder einen. Die Frage ist, wie spielt man das eigentlich nochmal? Mit welchen Knöpfen? Deine Tasten sind Pfeil rechts und Pfeil links. Das hört sich sehr anspruchsvoll an, so. Meine lieben Leute. Los geht's. So, dann haben wir da mal hier. Ich bin türkis und du bist blau. Sind wir eigentlich in Teams? Nee, ne? So, seid ihr im Team? Blau. Ich weiß noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Bis wie viele Punkte spielt man denn? Kann ich mitmachen? Nein. Wer auch immer grün ist, er möge sterben. Na, ich bin dunkelblau. Sag du mal, wer du bist. Ich bin türkis. Oh. Türkis. Oh! Da. Shit, der Orange ist eine Sau. Guest 4384. Max, mach dich, damit da keiner reinkommt. Dann boah, der ist wirklich so eine Sau. Hast du gesehen, wie der gerade da die Leute ausgebremst hat? Boah, Orange hat aber gerade noch geile Kurve gekriegt. Scheiße. Zwei richtig. Oh! Orange ist raus. Und Rot gewinnt und geht auch noch dadurch. Ich fass das nicht. Bonker. Bis wie viel? Ach, wir spielen bis 50. Mein Gott, das dauert. Alter, das ist ganz schön viel. Wer hat das denn eingestellt? Du Narr. Also ich bin dunkel. Optimistischer Narr. Du, also ich bin, du Mist der Orange schon wieder. Optimist bist. Hab ich gefragt. Da hat er sich grün geholt. Warum kriegt man eigentlich keine Punkte dafür, wenn man andere Leute zerhaut? Oi, hab ich das schön gemacht. Also ich bin dunkel. Ich bin so langsam. Ich bin so langsam. Wie war das? Ah, ich dachte. Rodo, wer bist du nochmal? Türkis. Ich dachte vorhin eigentlich, weil ich das zum ersten Mal spiele, dass die Schildkröte für alle gilt. Deswegen ja, es kommt drauf an. Wenn sie rot ist, ach dann so. Gilt sie, glaube ich, nur für die anderen. Ach so. Ah, ja, weil ich habe nämlich extra darauf geachtet. Stopp doch bitte einfach! Ah, Mann! Hast du dich selber geholt? Ne? Das ist keine Spucke. Stronger schreibt Lag und gewinnt trotzdem. Hm, genau. Ja, ja. Oh, merkst du selber, ne? Ja, dieses Spiel ist krass innovativ. Das ist wirklich super. Stimmt, jetzt, so bisschen, jetzt kannst du mal was erzählen. An Pong? Nein, Snake. Oder Snake auf meinem, was hatte ich denn damals? Nokia? Ja, was? Weg. Hier, nee, vorher hatte ich ihn. Ich darf übrigens nicht mitspielen, aus der Rote. Gleich. Frodo, ich weiß immer noch nicht mehr. Nein! Willst du mal meinen? Nein. Wolltest du gleichzeitig einmal Hasenohren machen? Achso, schaffst du das? Ich lehne mich ein bisschen rüber, dann ist es einfacher für dich. Mein Club Mate nicht verschütte? Ey, es sieht jetzt aus, als wäre dein Arm, guck mal, der guckt jetzt. Boah, hast du lange Arme, ey. Ja, geil. Ne? Ey, du bist quasi wie Michael Jordan. Bloß in weiblich. Ja, musst du mit Zeit. Achso, wir sind schon beide raus. Aha, ja, super sexy. Gerade. Ja, mega geil. Das ist gestern. Hast du gerade Neger gesagt? Maybe, hast du gerade schon wieder Neger gesagt? Vielleicht, man weiß es nicht. Schlimm. Good chatting, let us know. Ja. Fabi mag mich, das halte ich für ein Gerücht. Fabi mag aus Prinzip eigentlich niemanden. Muss ich. Hö, was? Der Siegesmaul. Schließ euch jetzt hier alle ab. Ja, gerade du. Oh. Und du da oben auch. Ja. Du bist so ein Arschloch, Fabi. Yes, ja, I can win it. Von Anfang an dein Revier abstecken, wie im wahren Leben. So, und jetzt schnell, Fabi, jetzt da oben durch. Nee, da nein! Ah, warte. Oh, du hättest zurückfahren müssen. Und hab ich gewonnen? Ja, du hast sogar gewonnen. Oh, warum hab ich gewonnen? Stronger ist nämlich vor dir noch in die Wand gefahren. Aber, okay, sag ich. Hängen die Toasts noch am Bildschirm? Was? Bei mir im Büro, ja, tatsächlich. Das fand ich sehr geil mit den Toasts, muss ich sagen. Das fand ich auch sehr lustig. Und den Special Guest, die Fliege, fand ich auch klasse. Warum? Hätte ich gerne Autogramm. Warum? Oh! Schon vorbei. Oh, scheiße, ich That's kann nicht. Oh ja. Alter, leider kann, ja. Ich kann nicht spiegelverkehrt denken. Das Spiel ist ganz schlecht für mich. Diese Milde. Oh, was? Was? Das war aber ein kleiner. Ja, weil so, er gerade. Das war aber ein kleiner, Frodo. Ja, das sagt man. Ah, der Stronger hat trainiert. So, und das war's dann nee, heute ich auch. Nicht, ich hab's mir gedacht, aber ich wusste natürlich nicht, ob das Ding da wirklich reinpasst. Ja, ich weiß. Bist doch du da oben. Weißt du was, Fabi? Nein, jetzt kommt der.
Oh, jetzt kommt er da von unten, ey, das ist ja doof jetzt. Nein! Oh, bitter. Oh, wie bitter. Oh, wie bitter. Oh, oh nein! Oh, oh nein, ich dachte gerade, ich krieg's hin. Das ist halt nicht mein Spiel, ne? Ich kann nicht, ich kann ja viele Dinge. Ich bin ja ein Könner von Dingen. Ach, aber ich kann zum Beispiel, ich kann zum Beispiel ganz, ganz schlecht spiegelverkehrt denken. Oh, shit. Wow, wow, wow. Ja, nee. Totale Akku. Was ist denn mit Grün da oben los? Das Spiel hat auf jeden Fall einen krassen Entertainment-Effekt. Oh nein, fuck you. Als Zuschauer ist es Hammer. Musela, du Arsch. Ja? Du Arscheloch. Persönlich würde ich jetzt gerne die Kommentare dazu sehen, aber leider... Mein aber Handy du kannst halt schlecht lesen, ne? Das ist es halt. So, pass ich da oben durch. Kann halt schlecht lesen, ja. Das ist halt... Ja, genau. Muss man immer mehr vorlesen. Oh, oh. Oh, oh. Ich schreibe so lange mal. Oh nein! Ja, aber immerhin. Immerhin... Hast du noch gemacht? Nee, aber immerhin Dritter. Aber ist schon vorbei. First to reach 50 ist natürlich echt übertrieben. Ja, das tut mir leid. Wir können ja auch machen, wer zuerst 30 erreicht hat. Ja, dann machen wir es so. Nein, das haben wir ja doch gleich. Nein, die Kurve krieg ich nie. Oh, ist das kacke, ist das kacke, ist das kacke, ist das kacke, ist das kacke. Schade. Schön. Ist richtig schön. Ne? Schöner als ein Elite-Controller für 150 Euro. Das würde ich mir so auf meinen Nachttisch legen als Lampe. Nacktisch? Auf meinen Nacktisch, ja, genau. Alter, sag mal, der Stronger, der ist aber... Auch wenn er gerade verloren hat. Ja, aber der macht schon öfter. Ein krasser Dude auf jeden Fall. Aber da hat jetzt Orange natürlich den harten Vorfall. Vorfall. Bandscheibenvorfall. Vorbei. Vorfail. Naja, gut, aber wir werden immer noch. Gut, Stream sind, ist 8 Sekunden hinter dem Platz Spiel. Das 3. ist ja okay. Du sollst ja auch nicht den Stream gucken, sondern das Spiel. Wo geht das Mädchen hin? Oh nein! Es ja, war doch. So jawohl. Fein. Was macht man mit dem Stern? Da bin ich tot. Naja, was macht man, wenn man den aufsammelt? Gar nichts. Probier ihn noch aufzusammeln. Es passiert tatsächlich. Oh, hat nicht funktioniert. Oh. Wolltest du meine Leiche schänden und Hallo? Oh, verkehrt rum. Was ist denn da das Pinke? Ist da wer instant gestorben? Oh nein, warum? Ach, das ist was wirklich das Schlimmste. Grad? Das ist das Schlimmste, was wenn da plötzlich gewechselt wird. Ich wollte sagen, warum ist denn da ein Loch unten drin? Oh. Warum ist in diesem Würfel unten dazu ein Loch? Soll ich jetzt wirklich was sagen? Ich dachte, du meinst meinen Kopf. Das ist aber ein ganz schön kleines Loch. Und vor allen Dingen ist es nicht... Was ist, was ist das für ein Gespräch? A, ist der Durchmesser dieses Loches nicht gerade groß und die Tiefe ist ja noch peinlicher. Das hat jemand aufgeblasen, das Ding. Six Inch? Six Inch sind? Geh weg! Du Pinker! 18 Zentimeter, glaube ich. Oh, war das schlimm. Was? Ich bin ja schon tot. Ja. Da ist weißt du, Fabi, da hast du bist einmal was hochgehoben, was aus Pappe ist und ist aus der Puste. Das ist nicht aus Pappe. Weißt du, Fabi, du bist so eine unkollegiale Drecksau. Ja. Was? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du hättest ja mal sagen können, dass eine neue Runde anfängt. Das ist, fängt immer ich eine neue Runde am Loch an. Was am Finger. Du? Ich fingerte doch gerade das Loch. Du bist du 100 Kilo schwer? Ja, ja. Ich bin 1,98 groß, natürlich. Wenn du gar nicht 100 Kilo schwer wärst, wärst du nicht da. Oh, schade. Physik hat sie auch studiert, wie ich sehe. Oh, und der Stronger hat mich schon wieder geholt. Ich fass das nicht. Ich konnte das mal. Irgendwie konnte ich das mal. Aber ich habe schon bewusst gesagt, dass ich das bei LMS nicht spielen will und stattdessen lieber Türmchen bauen. Lutsch mal, ja. Lass mal Swans. Wer ist der Dritte? Ach so, das sind die Gäste. Der Dritte bin ich. Ja. Kann ich noch ein Bier? Mate? Ja, ist draußen. Oh, und da geht Stronger? Ach, schade. Im Mate-Schrank. Im Mate-Schrank. Im YouTube-Beutel draußen ist. Im YouTube-Beutel. Wie der Stronger auch nicht den Grünen einsammelt. Hat diese geile Musik zu dem Spiel? Ja, nee. Die läuft nur in deinem Hirn. Ach so, das ist ja cool. Das ist nicht LMS. Ich weiß, dass das nicht LMS ist, aber ich habe dieses Spiel bei LMS nicht gespielt. Wegen der geilen Musik würde ich das einfach im Hintergrund laufen lassen. Ja, das ist so. Das habe ich aber wirklich mal. Oh, ich bin schon wieder sehr scheiße gestartet. Mal gemacht bei einem Date. Ja? Ja. Musst du die ganze Zeit nebenher spielen, damit es nicht auf. Jetzt habe ich dieses Blaue eingesammelt. Also aus woher? No! Oh, oh, das war ein... Dann soll ich hier geräuschen. Das war's jetzt nicht, du da links. Doch! Die Wurst da links. Die Wurst, die kurze, unterbrochene Wurst. Diese 2 Cent. Mann, Alter, das ist doch so kacke, wenn dich einer überholt. Kurze Ding. Was macht denn diese drei Kugeln, was machen die denn? Geil ist jetzt, wer die kleineren Kurven fahren. Wem geht zuerst sein eigener Kreis aus? Was ist das zum Beispiel? Da kann man durch die Band wahrscheinlich durchfahren. Ja, da kann man das ist ja fast so interessant wie... Kannst du mal bitte aufhören, das Spiel zu haten? Das ist total gut. Oh, 3 Kugeln mehr Items. Okay. Ah, okay. Oh, das war aber geschickt. Samenhaft. Da kann man dann... Samenhaft? Ja, ach so, mit diesem blauen... Kommt man ins Gefängnis, wenn man zu viel Sperma produziert oder was? Samenhaft? Es geht überhaupt gar nicht so ständig. Dieser Mann ist irgendwie 40 Jahre alt so geworden, ohne dass ihn jemand versucht hat aufzuhalten. So, da unten... Es war so, du bist doch ein...
So. Mensch. Oh, das ja, war aber jetzt richtig. Noch ein schöner... Sohn einer Frau, die für Geld hastige Liebe macht. Ah, müssen wir nicht eigentlich noch Werbung machen? Ich glaube, wir haben nur einmal Werbung gemacht. Wir ja, haben schon genug Werbung gemacht. Wer soll das bezahlen? Ja, kauft Sachen. Was, was sollen die Leute... Ah, nee, es sind keine Kaufempfehlungen, sollen wir nicht machen. Was ist denn Kaufverpflichtung? Ja. Kauf. Wenn ihr nicht... Oh, und Stronger, oder? Es ist jetzt Stronger gegen Guest 483. Das habe ich aber schön gemacht. Ui! Schönherziges Mund. Oh nein, oh nein! Ich habe falsch geguckt. Was war das denn gerade? Ja, ich hab alles falsch. Hat er damit jetzt gewonnen? Da ist ein so ein Punkt nur oben. Ach, du bist der Zweite, ja? Es ist noch nicht vorbei. Nee, jetzt bin ich so... Was? Guest ist ja, hat sich nach vorne gedingst. Wer ist Frodo? Welche Farbe ist Frodo? Frodo ist... Mann, es kann doch nicht sein, dass ich hier schon wieder so eingekesselt bin. Wow, das was ist mit dem Grün los, der da sonst immer so hart ist? Was ist denn der Blitz? Was ist denn der Blitz? Was ist denn der Blitz? Was ist Rot ist böse, oder? Du bist schneller, dann schneller. Du bist oi! Oi! Nein, die anderen sind oh, der ich hab gewonnen! Ja, geil! Was? Oh, du weil die anderen zum. Ja. Die anderen haben Punkte, die haben jetzt beide. Ich glaube, ich hab sie an alle geschickt. Hä? Aber der war rot, der Blitz. Ach so, Tiebreak. Tiebreak bis 52, also Stronger und Guest Dingsbums machen es unter sich aus. Den Guest, den fick ich jetzt erstmal weg. Ja, das machst du. So, und jetzt fick ich den Stronger weg. Oh, da hat der Frodo sich geschickt durch Rosa manövriert. Jetzt wird's aber eng hier. Oh, scheiße, und da kommt da schon wieder der Stronger. Ich hoffe, der hat eine Lücke irgendwo. Nein, wieso bin ich denn da gegengefahren? Oh. Und er, und Musela. Stronger gewinnt! Herzlichen Glückwunsch! Frodo ist nicht letzter. Das ist richtig. Das kenne ich. Lob und Anerkennung in verschärfter Form. Kurzer militärischer Applaus. So. Toll. Das war schön. Das war eine schöne Show. Ich übrigens freue mich auch. Singles in ihrer Nähe kennenlernen. Ja. Da kann man mal sehen, wie austauschbar der Rehmann ist. Bitte? Ach, guck mal, bei mir läuft immer noch Dingsbums. Ja, das habe ich hatten wir schon. Wirklich? Nein. Ist im Hintergrund einfach blind Evoland gespielt. Kann Eve ihre Stiefel mal ausziehen? Fragt der Franz Uwe. Eve, du sollst deine. Kannst du mal, David, kannst du mal kurz deine Stiefel? Sagen wir so, wir versuchen es zumindest. Ja, Eve hat leider nichts drunter unter ihren Stiefeln. Ja, genau. Tag geil. Außer noch mal ein paar Brüste. Nein, noch mal ein paar Stiefel. Ich dachte, das ist wie bei Chuck Norris, wo unter dem Bart nur noch eine dritte Faust ist. Da der Markus Rehmann. Der Robo-Rehmann. Ja. Jetzt gucke ich auch nochmal in den Live-Chat. Dass er uns nicht entdeckt. Übrigens, da schießt du die Alte. Das hat sich ja gelohnt. Geil, Alter. Auf den hier drauf. Ah ne, jetzt geht es aufgeladen. Willkommen bei Krims und Krams. Wow, so schnell. Akuma sagt, zur Not kaufe ich die Sendung mit meinem Taschengeld. Ja, da lacht der Markus. Das ist nicht so schwer. Yves, wie groß bist du eigentlich? 1,78. Boah. Das ist ja fast 1,79. Das ist ganz schön krass. Fast so groß wie David. Das ist fast so groß wie David. Ja. Der ist nämlich 1,79,5. Ja. Martin Hildebrand fasst das Ganze schön zusammen. Eine sehr chaotische Show von LPT Live. Aber Hashtag geil, Alter. Bei noch mehr Leuten im Studio hätte das Studio vergrößert werden müssen. Ja, warte, hier, ich mach den Chat ein bisschen kleiner. Dann kannst du nebenbei spielen und ich kann den Chat lesen. Wenn er denn jetzt irgendwo auftauchen würde. Hier hört sowieso schon lange keiner mehr zu. Spielst du Evoland gerade? Ja. An dieser... Danke schön, Eve. Ja, danke. Ich nicht, aber... Eve liebe dich. Eve liebe dich. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Donnerstag. Wieder hier der und ich im Zweifel. Tschüss. Wenn ich nicht bei Canon wieder... Kennen Sie das? Sie können am Donnerstag nichts... Sorry.